Ja, hallo Gaming-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder Game Collector. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing zu einem Spiel, das am Freitag erschienen ist. Und zwar, es geht um Pokémon Legends Arceus. Das Spiel spaltet die Pokémon-Fans. Einige finden es gut, einige finden es schlecht. Ich muss gestehen, mein erstes Pokémon-Spiel auf der Switch. Ich habe vorher noch nie ein Pokémon-Spiel besessen. Auch in früheren Zeiten habe ich keins besessen. Gut, ich habe jetzt zwei Pokémon-Spiele auf dem GameCube. Als ISO-Datei natürlich, weil ich ja eine so gut wie eine digitale GameCube habe. Da ist es ja möglich übers Internet und über die ganzen Komponenten. Aber das hier ist jetzt so mein richtiges Pokémon-Spiel auf der Switch. Hier Mediamarkt Saturn exklusiv, denn da ist nämlich noch was mit dabei, und zwar ein Steelbook. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir packen das Ganze jetzt aus. So ist das Ganze zum Mediamarkt meines Vertrauens geliefert worden. So schaut es halt aus. Hier ist noch so ein Barcode. Und ich würde sagen, machen wir es mal auf, gucken wir mal rein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht reinschneide. So, gut geschützt, hoffe ich mal. Spiel. Und das Steelbook. Hier so Luftpolster rum. Also, nicht schlecht. So, dann haben wir hier das Steelbook und hier natürlich das Spiel. Das hat Mediamarkt und Saturn hat es wieder mal so kurzfristig entschieden, dass dann Steelbook mit bei ist. Wir kennen das ja von Legend of Zelda, Skyward Sword zum Beispiel. Da war ja ebenfalls ein Steelbook dabei und das habe ich euch ja auch vorgestellt. So, ich würde sagen, machen wir das Ganze mal auf. So, haben wir hier das Covermotiv. Schaut schon mal nicht schlecht aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Da haben wir hier Pikachu abgebildet. Ich habe mir schon ein paar Reviews auf YouTube angeguckt. Also es ist auch möglich, Pikachu zu fangen. Open-World-Spiel ist es halt. Mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele Soundeffekte so ein bisschen von Zelda, Breath of the Wild, nachgemacht worden sind. Oder allgemein von Zelda. Die Töne sind meistens sehr, sehr ähnlich. So, hier so von der Seite. Und dann haben wir hier die Rückenansicht. Einen Innendruck haben wir auch mit drin in Form einer, ja, Karte, einer Landkarte. Ich muss mal gucken, ob da irgendwelche Codes drin sind. Ne, ist nichts. Und wenn doch, ist es auch egal. Wir haben hier dann zum Beispiel so ein bisschen Werbung mit bei. Gucken wir uns mal schnell an. Pokémon, strahlender Diamant und leuchtende Perle. Okay. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wir haben hier in Form einer Karte. Das ist die gesamte Pokémon-Welt, die wir hier erkunden können. Dann haben wir hier die Cartridge. Kennen wir ja. So. Und dann haben wir hier das Steelbook. So schaut das aus. Natürlich packen wir das aus. Ich lasse das nicht eingepackt. Hier Nintendo Germany. Ich weiß gar nicht, auf wie viel Stück das limitiert war, wie viele Vorbestellungen es da bei Mediamarkt gegeben hat. Weiß ich gar nicht. 1000 Stück deutschlandweit. Ich kann es nicht sagen. Wer da mehr weiß, der kann es mir mal in die Kommentare schreiben. Oh, wir haben hier schon gar so ein bisschen. Hey, das ist klasse. Unterschied zu dem Steelbook, was wir am anderen Ende der Welt haben, weil da gibt es das ebenfalls. Da ist es komplett so im Metall-Look. Hier haben wir Matt und Spotlack haben wir hier mit bei. Könnt ihr das sehen? Das ist matt und das hier ist glänzend. Nicht schlecht. Und hier hinten auf der Rückseite das gleiche. Das finde ich schon mal richtig, richtig klasse. Genau, soweit ich das auf YouTube gesehen habe, dann ist bei den anderen Steelbooks, die es halt, was weiß ich, in England, Amerika oder in Australien gibt, ist das hier
diese Oberfläche komplett, da ist dieser Glanzeffekt nicht mit drin. Haben wir hier den Innendruck, der schaut auch richtig klasse aus, gefällt mir. Und dann haben wir hier einen nahtlosen Übergang. So schaut das Ganze aus. Nicht schlecht, oder? Also, wenn ihr euch das auch vom Mediamarkt und von Saturn geholt habt, könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und habt ihr Pokémon Legend Arceus schon gespielt? Was haltet ihr von dem Spiel? Ich weiß, die Optik des Spiels, naja, ist nicht gerade 2022, aber naja. Für einen Pokémon-Fan, denke ich, dürfte das aber trotzdem kein Problem sein und keinen davon abschrecken. Also, ihr seid gefragt, schreibt es in die Kommentare. Daumen hoch da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Video. Ciao.